Oh nein, das schafft er nicht. Er schafft ja nicht mal einen. Doch jetzt. Oh, der eine hat noch genug. Oh Gott. War das knapp. Ja, ich soll speichern. Wenn die noch einmal, wenn die noch mit irgendwas angreifen, dann bin ich in Down. Oh shit. Shit, shit. Oh Gott. Komm, wir brauchen unsere Daten. Macht ihr hier? Warum? Wie was? Da, Kohle. Kohle, Kohle. Kohle schon mal gut. Eisen habe ich auch schon gesehen. Irgendwer haut hier Eisen raus. Ach, komm, bitte. Wir haben keine scheiß Spitzhacken mehr. Scheißendreck. Nein, 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 nein. Komm. Wir brauchen doch nur zwei Soldaten oder so. Komm, greif hier an. Greif hier an. Ja. Ja. Das kann ich verteidigen. Das kann ich verteidigen. Ein Sperrkämpfer, den kriegen wir auch noch kaputt. Oh Mann, ist das knapp. Komm schon, jetzt schmied hier die Scheiße zusammen. Machst du schon? Machst du schon? Wo ist denn hier der Schmiede-Spacki? Da, er hat schon einen. Jawohl, komm, jetzt hier. Löt da was zusammen. Ein Schwert, irgendwas, nimm einen Stock. Ja, da ist einer reingegangen. Sehr schön. Waffenschmiede. Und jetzt Schmiede. Schmied mir ein Schwert. Bogenschützen brauche ich nicht. Brauche nur Nahkämpfer. Erstmal. Okay. Die Tür hat er eingetreten. Jetzt aber. Komm. Komm. Brauche Soldaten. Gib mir Soldaten. Oh fuck, oh fuck, oh fuck, oh fuck, oh fuck. Jawoll. 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 Was? Wo tricht er das hin? Wo tricht er das hin? Nein! Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Nein. Nein, das Ding ist schon fertig. Das wusste ich nicht. Das wusste ich nicht. Nein, 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 nein. Wo ist denn die Werkzeugschmiede? Du kriegst keine Kohle. Du kriegst gar nichts. Kriegst du. Bring dir das zurück? Ja. Oh mein Gott. Ja, wir haben Soldaten. Wir haben Soldaten. Oh Gott. Ja, es fehlt eine Axt. Das ist mir scheißegal. Ach du Kacke. Und es wird Brot produziert. Es wird schon Brot produziert. Oh mein Gott. Ist das spannend? Ach du Scheiße, ein Speer. Jawohl. Wir brauchen mindestens 4 Soldaten. Dann machen wir da oben alles ready. Oh Gott. Ist das... Ach du heilige Scheiße. Das war echt die knappeste Geschichte. Das hier, der hat noch irgendwie... Oh, da kommen sie schon. Dann los, Angriff. Angriff der Klonkrieger. Jawohl. Kriegt jetzt auf die Fresse. Wir müssen hier irgendwie... Wie können wir den hier eigentlich austauschen? Können wir den rausnehmen? Komm schon. Hau die kaputt. Hau die kaputt. Jawohl, einen haben wir kaputt gehauen. Ist die Frage, wollen die abhauen oder wollen die uns angreifen? Vorhin haben sie uns nicht angegriffen. Die wollen wahrscheinlich zurück fliehen, Feiglinge. Feigen Säcke. Ach komm, dann lasse. Solange sie uns nicht angreifen. Sei mir das Recht. Na, ja, hier. So.
Jetzt brauchen wir auf jeden Fall gebogte Schützen. Jawohl. Und hier oben. Wie machen wir das jetzt mit dem Turm? Das weiß ich gar nicht. Auf jeden Fall könnten wir hier unten jetzt auch noch irgendwie. Jawohl, so. Großen Turm. So ist's fein. So ist's fein. Und hier auch noch ein. Und dann noch ein. So. Oh mein Gott. Das war so heftig. Ich glaube, wir haben. Wenn der jetzt nicht noch irgendwie was Megamäßiges in der Hinterhand hat, dann sollten wir das durchhalten. Und wir könnten uns vielleicht mal überlegen, einen Tempel zu bauen. Und wir könnten uns auch mal überlegen, hier dem doch wieder ein bisschen was, so, wo wir das Schlimmste überstanden haben. Können wir hier auch ein bisschen was verteilen. Wir haben ein paar Soldaten. Wir haben einen Turm, den wir besetzen können. Oh Gott. Mir geht richtig die Düse immer noch. Hohoho. So, jetzt sieht's aber schon mal besser aus. Wir können schon mal eine Axt in Auftrag geben. Ich glaube auch ein paar. Machen wir mal zwei Spitzhacken. So, wir haben einen Geologen verloren, wenn mich nicht alles täuscht. Können hier noch weitersuchen. Da oben war ja auch Gold, ne? Wollen wir jetzt auch noch eine Goldschmelze aufbauen? Erstmal nicht, würde ich sagen. Können hier noch zwei Geologen uns cachen. Da ist noch einer. Da ist noch einer. Hier. Da. Ah ja, da habe ich ja ganz vergessen. Da machen wir noch einen. Noch einen. Und dann schauen wir mal, was wir hier noch haben. Eisen, Kohle kriegen wir von da oben. Die haben aber kein Brot momentan. Wenn ich das richtig sehe. Wo geht denn das Brot hin? Hier geht das Brot hin. Aber wir haben auch gar keinen Need nach Kohle, ne? Gerade noch nicht. So, wieder besetzen. Puh. Holla, die Waldfee. Das war jetzt eine astreine Sache hier. Wir haben immer noch keine Axt, aber die soll es bald geben. So, das auch noch besetzen gleich. So, wie sieht's denn hier unten aus? Hier haben sie jetzt schon durch, den Sumpf haben sie überquert. Cool. Hier hatte ich ja gar nicht mehr im Blick. Hier haben wir noch massig viel Holz. Wir haben generell viel zu viel Holz. Ja. Was können wir denn jetzt noch? Könnten, wie gesagt, ach ja, Tempel wollte ich aber bauen. Tempel. Tempelanlagen. Sphinx ist der kleine Tempel. Und wir haben gar keinen Platz dafür. Können wir auch direkt einen großen Tempel bauen? Aber dann haben wir keinen. Ich merke schon. Vielleicht sollten wir erstmal die Bierproduktion. Brauerei, die braucht Wasser und Getreide, ne? Wenn wir hier oben die Bierproduktion hinbauen und gleich daneben die Sphinx, sollte das doch klappen. Müssen die das zwar immer weit schleppen, aber egal.
So, habt ihr mal wieder was zu tun. Hier unten baut er ja schon. Aha, jetzt haben wir gerade kein Eisen, sehe ich. Ach so, weil wir immer noch kein... Ah ja, weil wir immer noch keine Axt haben. Aber die müsste ja jetzt so langsam mal hier... Hat der da... Ja. Ach nee, der hat kein Eisen. Dann müssen wir wohl noch hier eine Eisenerzmine hin tun. Tun. Haben tun. Und hier können wir noch eine Kohlemine. Noch eine Kohlemine. Noch eine Eisenerzmine. Sollte dann aber auch reichen. Dann haben wir 5 Eisenerzminen, 5 Kohleminen. Das ist doch ganz okay. Ja. Ihr habt ganz viel gefunden, ihr wart ganz fleißig. Vielleicht sollte ich dann die Bogenschützen, obwohl nee, die können da eigentlich bleiben. Weil der Turm wird ja, wenn dann zuerst angegriffen, dann können die da immer noch raufschießen. So, da oben gehen sie schon hin. Die wollen ja schon fleißig alles planieren. Sehr schön. Jetzt ist nur das Problem, ja, mit dem einen Eisen hier. Was wir nicht haben. Weil diese komischen Eisenerzminen nicht mal irgendwas rausschauen hier. Habe ich die stillgelegt oder was? Habe ich da irgendwas Falsches gedrückt? Nö, ne? Boah, das Ding ziehen die jetzt aber hier auch direkt hoch. Ging ja ratzfatz. Habe ich ja gerade eben erst in Auftrag gegeben. Und was macht ihr hier? Findet ihr hier zufällig noch irgendwie Waffen oder so? Das wäre cool. So, und wo bauen wir die Sphinx dann hin? Die Pyramide meine ich. Die bauen wir dann hier oben hin, ne? Ja. Finde ich, kann man machen. Ich hoffe, der Bierbrauer braucht wirklich nur Weizen und Wasser. Wasser haben wir genug. Weizen dürften wir noch entbehren können. Gucken wir einfach mal. Brauerei. Ja. Wir brauchen ja nicht viel Bier am Anfang, nur ein bisschen um zaubern zu können, um hier ein bisschen mehr Platz zu machen, weil dann würde ich hier gerne noch mehr Weizen anbauen lassen, sobald wir dann hier die Wüste in fruchtbares... Ach, die Wüste, den Sumpf in eine spröde Wüste verwandelt haben. So, hier fehlt uns natürlich jetzt wahrscheinlich eine Spitzhacke irgendwo. Ah ja, klar. Warum kommt denn hier nichts? Soll ich mal hier einen Holzfäller abschießen? Ich glaube, hier können wir einen Holzfäller abschießen. Das Forsthaus. Gute Nacht. Da haben wir vielleicht noch eine Axt über. Das wäre vielleicht schon eher mal eine Idee gewesen. Dann kann der hier nämlich Fleischer werden, Schlachter. So, der Turm ist auch besetzbar. Dann haben wir jetzt so eine Art Verteidigungslinie aufgebaut. Es fehlt immer noch eine Axt. Willst du mich verarschen? Ich habe doch eben ein Gebäude abgerissen. Wo ist denn der Typ, der da vorher geackert hat? Der Holzfäller. Der muss doch irgendwo sein. Das geht doch nicht. Hier kommt Stein, da ist Stein, da liegt schon Stein. Ich brauche das nur rübertragen. Wo ist denn der Holzfäller hin? Ah! Naja, egal. Der ist tot. Der hat sich zu weit rausgewagt. Eigene selber schuld. Entschuldigung. Mir wird jetzt auch langsam der Hals trocken. Von daher nehme ich mal wieder einen kräftigen Schluck aus der Bulle. Oh, was sehe ich denn hier unten? Bogenschützen. Okay.
Das ist nicht ganz so schlimm. Er will ganz hinterhältig meine Bogenschützen hier wegnatzen. Ach, meine Bogenschützen, meine Geologen meine ich natürlich. Na komm, der müsste doch jetzt langsam mal hier, der hat doch schon so viele Pfeile abbekommen. Was hält der denn aus? Das ist ja unglaublich. So, hier brauchen wir auch ganz viel. Immer noch kein Eisen? Ey, das gibt's doch nicht. Jetzt hau doch hier mal was raus. Wie sieht's hier aus? Hast du... Ey, der quillt hier über ein Schwein und... Ich verstehe das hier nicht. So, hier haben wir irgendwas. Irgendwer ist gestorben. Ich hoffe, keiner von uns. Wieso? Okay, hier haben wir, die machen wir jetzt mal zu. Die machen wir auch zu. Ach, wie machen wir das denn jetzt hier am besten? Warte mal, ich speichere mal. Und ich reiß jetzt mal das Ding hier ab. Und guck mal, wo der hingeht. Ich hoffe, der geht jetzt hier in eine Eisenerzmine, um da erstmal fleißig Eisenerz rauszuschaufeln. So wie es sein Job eigentlich ist. Nee, du gehst jetzt in einen von denen da oben. Wo geht der denn hin? Die habe ich doch zugemacht. Oder ist hier schon wer drin? Oh Mann, ey. Weiß ich mal die hier ab. Schau mal, wo der hingeht. Der geht jetzt da rein. Na gut, dann kann ich die auch wieder anmachen. Das scheint die ja einen Scheißtrick zu interessieren. So, nix. Bisschen Kohle. Ja, warum bringt der denn was raus und die hier nicht? Das verstehe ich ja überhaupt nicht. Es fehlt eine Spitzhacke. Ja, jetzt habe ich hier einen freigemacht. Jetzt kannst du da mal reinhängen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Diese beschissenen Axt hier alles. So, wo ist denn der andere Typ hin? Da ist noch einer. So, du gehst jetzt anscheinend da oben hin und du gehst hier unten irgendwo rein. Komm schon. Und dann haust du mir da jetzt Eisenerz raus. Was verstanden, Freundchen? So. Ach ja, Fähnchen. Hätte ich wieder drauf achten müssen. Okay, hier ist ein Fähnchen. 50. Ja, geht doch. Warum denn nicht gleich so? Warum denn immer so kompliziert? Habe ich noch Geologen? Ja. Schaut mir hier nochmal nach. Bitte. Oh, und hier wird ein Meisterwerk hinauf in den Himmel gezaubert. Eine Pyramide, die ihresgleichen sucht. Wie geht's hier hinten ab? Ah ja. Wir haben noch keine göttliche Aufwertung, aber da kommt, glaube ich, auch das erste Getreide. Ich weiß gar nicht, ob der irgendwas braucht hier. Ja, doch. Hier übrigens sollte ich vielleicht mal... Gerade die Waffenschmiede kriegt nix. Nicht, dass der das irgendwo anders hinbringt. Außer zum Waffenschmied. Werkzeugschmied.
Ansonsten reiße ich ihm eigenhändig den Arsch auf. Sehr gut. Der soll ja nur sein... Ich mach das auch gleich mal hier runter. Das soll nur erstmal diese beschissene eine Axt da. Weißt du, ich wäre auch am liebsten allein hingegangen und hätte dem Schwein eigenhändig den Kopf umgedreht. Das soll der seine beschissene Axt brauchen, um das zu töten. Mir doch scheißegal. Ja, ja, ich ein Rage-Quit. So, Brot kommt hier immer noch, ne? Weißt du, Brot hauen die um sich, als ob es keinen Morgen gäbe. So, und jetzt hämmer mir hier den Hammer des Jahrtausends. Thors Hammer, bitte. Ach, den Hammer. Die Axt meine ich natürlich. Habe ich Hammer in Auftrag gegeben? Ne, eine Axt. Oh Gott. Ich wäre jetzt schon wieder auf allen Vieren gekrochen. Hat er jetzt hier eine Axt? Was macht denn der da alles? Jawohl, so geht doch. Wir haben jetzt eins fehlt noch. Ja, dann brauchen wir noch drei, mindestens noch mal vier. Oh Mann, ey. Darfst du keinem erzählen, darfst du keinem erzählen. Wieso darf denn der denn hinbauen? Weil da noch was liegt, oder wie? Nimm das mal weg. Gut, wir haben hier noch zwei, drei, Minen. Aber trotzdem. Jetzt hier, jetzt kommen die ganzen Schweinchen an. Sind die alle schön geschlachtet. Ne? So ist fein. Boah, der steht hier angespannt. Lauert. Seit einer Dreiviertelstunde hat er jetzt den Bogen angespannt. Zum Schuss bereit. Das nenne ich Einsatzbereitschaft. Wie sieht's aus? Göttliche Aufwertung 10%. Unglaublich. Und in dem Moment ist auch die Pyramide fertig. Sehr geil. So, was haben wir denn jetzt hier? Ach, geil. Ach, direkt. Ah, direkt zu. Sehr schön. Horus Dürre, Horus Hitze. Fisch zu Fleisch. Oh, das ist ja cool. Waldbrand. Aha. Göttliche Gabe, mein Lieblingsding. Soldatenstärke, Gegner bannen, Schützenstrafen. Egal, wir wollen Horus Hitze. Sobald der hier genug Bier gesoffen hat, der Priester. Darf er dann auch mal den Zauberspruch ablassen. So, jetzt aber. Jetzt müsste es doch hier nur so. Müsste nur so mit Eisen um sich geschmissen werden, wollte ich sagen. Können wir auch schon langsam mal anfangen, ein zweites großes Wohnhaus zu bauen. Dann passt das leider nicht hin. Hier irgendwo dann doch vielleicht mal. Nö. Na egal, tun wir es dahin. Stört mich jetzt auch nicht so sonderlich. Aha. Oh. Gleich so viele. Da haben sie mir die Holz weggenommen. Nehmen wir mal hier einen raus. Und hier auch einen. Nee. Und helft mal hier mit. Müssen wir ein bisschen schichten. Haben wir gar keinen. Hau ihm auf die Fresse. Was? Nee, das soll's nicht reingehen. Na gut, ist irgendwie auch wurscht. Kommt hier wieder einer rein. Nein, der stirbt. Der stirbt. Thank you.
Hä, was? Wie, was? Oh ne, Level. Oh. Hä? Ich sehe gerade überhaupt nicht mehr durch. So viele einzelne Soldaten hier. Jetzt kommt er mit Level 2 an. Aha. Da liegt der Hund begraben. Boah. Da war er ja jetzt. Eiskalt hier. Eiskalt Killer. Hm? So. So. Hier ist voll besetzt. Sehr schön. Da oben sind ein paar Bogenschützen. Das stört nicht weiter. Hier könnten wir dann theoretisch noch einen zweiten großen Turm hinbauen. Sehr schön. So, jetzt kommt hier aber auch... Uiuiuiuiuiui. Nein, der greift nicht an. Nein, der greift nicht an. Warum greift er nicht an? Oh. Ach, weil er da rein wollte. Ah. Bin natürlich auch voll besitzen mit Bogenschützen. Könnte ich direkt schon mal einen Auftrag geben, dass die direkt da reinrennen. Ja, und da oben müssen wir dann halt mal angreifen und die Bogenschützen wegnehmen. Das geht ja so nicht. Noch 19 Stein. Eine Fresse. Was kommt da für einer? Ein Bogenschütz. So, jetzt schickt er hier vereinzelt immer welche. Ich will das wohl wissen. So, wie sieht's bei dir aus? Kannst du hier schon? Nee, Horus Hitze dauert noch. Ist noch nicht heiß genug. Ist noch Winter hier. Ich habe gerade mal auf den Wetterbericht geschaut und das verifiziert. So. Es kommt immer noch vereinzelt Getreide an. Das ist schön. Steine haben wir auch noch ein bisschen was da liegen. Bumm hat's gemacht. Wie die Tür eingetreten mit Karacho. So, jetzt langsam setzen wir hier auch alles fleißig mit Bogenschützen. Langsam, aber stetig ernährt sich das Eichhörnchen oder welche Nagetier auch immer. Ist mir relativ schnuppe. Immer noch nicht. Immer noch nicht. Aber wir haben die erste göttliche Aufwertung. Sehr schön. Das ging ja doch recht fix jetzt hier. Aber wir hatten ja auch den großen Tempel gebaut. Ich glaube, der hat uns dann, glaube ich, wirklich den Boost verpasst, den wir gebraucht haben. Gut. Ich würde fast sagen, bauen wir noch eine zweite Reihe Eisenschmelzer auf, oder was? Schauen wir mal. Also wir können uns definitiv noch eine zweite Eisenschmelze leisten. Nur die Waffenschmiede will hier nicht so wirklich hinpassen. Aber gut, wir haben hier noch ein bisschen Holz, was weggenommen werden kann. Vielleicht geht es ja dann doch. Ah ja, und der Holzfäller. Ist das der denn? Nee, das ist der von da oben. Der kann natürlich weichen. Den brauchen wir da jetzt nicht wirklich. Könnten wir hier vielleicht... Ist denn da jetzt kein Platz?
Egal, die Eisenschmelze sollte erstmal reichen für den Anfang. Und hier wird fleißig weiter besetzt. Nö. So. Jo, gegen diese Vormacht, da kommt keiner an. Und wir haben immer noch nicht Hobositze. Machen wir hier ein bisschen Feuer unterm Hintern. Hier verlegen. Vielleicht bauen sie da ein bisschen besser hier das Getreide an. So, bis jetzt kommen wir sehr gut gegen den gegnerischen Ansturm hier an. Göttliche Aufwertung raucht noch ein bisschen vor sich hin. Und der, ich glaube, dem Förster sollten wir mal Einhalt gebieten. Der dreht hier sonst völlig frei. Oh, das große Wohnhaus ist fertig. Habe ich hier gar nicht mitbekommen. Und, auf jeden Fall. Ja, spielen wir auch schon fast wieder. Ich weiß gar nicht. Ich habe gar nicht auf die Uhr geschaut. Bestimmt schon wieder anderthalb Stunden. Ich werde aber auch noch weitermachen. Ich wollte nur mal gerade sagen, da sich die ganze Sache jetzt sehr, sehr gut stabilisiert hat, das war schon nochmal, um das Revue zu passieren, eine echt knappe Geschichte. Bin mal auf eure Kommentare gespannt. Hätte natürlich wieder einiges besser machen können am Anfang, denke ich. Ist es ein bisschen zu langsam trotz alledem gestartet. Da hätten wir vielleicht viel eher die Minen trotzdem bauen sollen und reicht ja schon ein bisschen Verstärkung, hätte ja schon dann großen Unterschied gemacht, wenn man da 3-4 Soldaten mehr gehabt hätte. Ja, dann gerade noch in letzter Sekunde ankamen. Und jetzt wird hier gerade alles überschwemmt. Brauchen wir wieder einen Hammer oder sowas? Können ja mal von jedem Werkzeug eins herstellen. Obwohl, eine Angel brauchen wir nicht. Sense vielleicht. Da können wir so gleich zwei. Dings brauchen wir nicht. Ja, das können wir lassen. Da können wir gleich noch eine. Oh, machen wir. Oh, ein bisschen mehr. Hat ja auch mal ein bisschen was zu tun hier. Jo, was gibt's noch zu erzählen? Ah ja, was habe ich vorhin gespielt? Hearthstone. Ist jetzt in der Open Beta auch für Europa erschienen. Zu dem Zeitpunkt, wo jetzt die Folge rauskommt, ist natürlich das dann wahrscheinlich schon wieder eine Woche alt, wenn ich mich recht entsinne. Also, was haben wir heute? Den 23. Januar. Ich weiß nicht, ob das heute passiert ist oder schon gestern am 22. Auf jeden Fall ist die Hearthstone Beta open geworden. Und da habe ich das direkt mal ausprobiert. Ich hatte mich schon für die Closed Beta angemeldet, leider nichts bekommen, jetzt die Open Beta. Und es ist wirklich spaßig, so wie, wie ich das schon vielfach vorher gehört habe. Macht Laune, ist einfach zu lernen, schwer zu meistern, so wie es sein soll. Blizzard hat da wieder mal Können bewiesen. Und ich muss sagen, meldet euch da einfach mal an und spielt ein bisschen Hearthstone. Ist kostenlos, schadet nichts, macht Spaß. Nur zu empfehlen. Und vielleicht schaut man sich das auch mal in einem Checkpoint oder in einem Let's Play an. Werden wir sehen. Jetzt aber konzentrieren wir uns wieder auf Siedler 3 und wir bauen so nach und nach unsere Verteidigungslinie auf. Es geht mir aber immer noch ganz schön träge hier vonstatten mit den Soldaten. Was meinst du denn hier hin? So weit sollst du doch gar nicht raus. Hat Papa das erlaubt? Nö, hat er nicht.
So, die gehen hier immer noch auf Erkundungstour. Hier ist aber nichts, glaube ich. Höchstens vielleicht wirklich am allerletzten Fitzelchen. Göttliche Aufwertung düselt noch ein bisschen vor sich hin. Aber wir haben auch nicht genug Getreide. Das ist jetzt ein Teufelskreis. Wir brauchen mehr Getreide, also brauchen wir hier den Sumpf trockenlegen, um da Getreide anzubauen. Und dafür brauchen wir aber natürlich göttliche Energie und die brauchen wir wiederum durch Bier. Und dafür brauchen wir wiederum Getreide. Und so setzt sich das weiter fort. Aber es fehlt nicht mehr viel. Zwischendurch werden hier weiter fleißig Soldaten rekrutiert. Es kommt Eisen von zwei Seiten aus. Es gibt gerade kein Schweinefleisch mehr, wie ich das sehe. Woran liegt das denn? Hat der Urlaub? Wir haben zwar noch genug Eisenerz da, vorrätig, fürs Erste, aber trotzdem. Muss man aufpassen. Nicht, dass es dann welches. So, da ist wieder ein Bogenschütze fertig. Kann in den Turm gehen. Dann hier war den Turm voll besetzt. Hinten können wir jetzt auch noch mal einen rein. Da sind ja die anderen Bogenschützen weg. Und die göttliche Aufwertung ist bei 20% angelangt. Reicht das schon? Nein, wir brauchen bestimmt noch mal mindestens ein Fass Bier, um hier was zu bewirken. Ah, da soll ich mir hier oben noch Getreide anbauen? Kann ich gar nicht. Was soll denn die Scheiße? Warum kann ich denn hier nichts? Gibt's da auch einen Zauber für? Stein zu. Warum kann ich denn da oben? Wo der ehemalige Stein war, nichts hinbauen. Das ist ja voll doof. Voll doof wie doof. Immer mehr Soldaten. Sehr gut. Und hier wuselt es immer noch. So ist es gut. Was haben wir denn jetzt hier? Fisch zu Fleisch. Keine Sau will hier Fisch anscheinend bei den Ägyptern. Dabei wohnen die doch am Nil. Da gibt es doch bestimmt viele Fische. Obwohl, ist ja Süßwasser. Obwohl, klar, kommen wir auf Fischen. Ich trinke mal noch was. Die heutige Sendung wird Ihnen präsentiert von Schweigen. Und da sind wir auch schon wieder zurück aus der Werbepause. Weiter geht's mit Die Siedler 3. Ja, was denn nun? Er wagt sich schon gar nicht mehr vorwärts. Ich glaube, wir haben ihn soweit in die Knie gezwungen. Zumindest soweit, dass er wahrscheinlich jetzt seine Kräfte sammelt oder gar nicht mehr angreift und nur noch auf sein unvermeidliches Ende wartet. Keine Bäume mehr. Das sehe ich aber anders. Hier sehe ich doch welche. So, wie sieht's aus, Opa? Immer noch nichts. Nur noch kein Bier. So, wie sieht's hier aus? Ah ja, da gibt's wieder ein Schwein. Zum Schlachten. Ah Mann, ey. Das zieht sich ja jetzt so. Hey, wir haben ja einen Bogenschützen rumstehen. Ach nee, der läuft schon. Alles klar, nichts gesagt. Ich glaube, wir sollten mal hier wirklich den Getreideanteil für die Brauerei nach oben schrauben. Und der Rest kriegt weniger. Damit wir das jetzt einfach mal durchpowern hier. Die Brauereien da mal ordentlich versorgen. Oder die Brauerei. Ja, und der legt es bei der Mühle ab. Hat er wahrscheinlich noch nicht gehört. Die neue von der neuen Kunde noch nicht gehört.
So, Verteidigungslinie sieht ganz gut aus. Wenn sie natürlich jetzt von da oben kommen, und sie die umgehen, macht er aber nicht, weil er ist beschränkt. Und erneut muss ich ja auch wieder sagen, begrüße ich alle neuen, neu dazugekommenen Abonnenten und heiße euch herzlich willkommen, zu unserem Channel, die Wohngemeinschaft. Ich hoffe, ihr bleibt lang dabei, bleibt uns als treue Fans erhalten und wir können euch mit unseren Videos viel Freude bereiten. Das wäre eine schöne Sache. So, jetzt geht's hier auch ab mit dem Getreide. Kommen gleich zwei Ballen an. Kann ja so viel Bier draus brauen. Ich weiß leider gar nicht, wie voll oder leer noch meine Festplatte ist. Nicht, dass wir hier bald in ein Speicherproblem laufen durch die lange Aufnahme. Aber ich bin eigentlich noch guter Dinge. Ich denke aber mal, spätestens so in einer halben Stunde werde ich dann aufhören, weil das wird mir dann auch zu spät. Jetzt haben wir schon nach 0 Uhr, es ist schon der 24. Huhuhu. Und dann haben wir auch erstmal wieder genug aufgenommen. Ich glaube sogar für 2 Wochen genug. So, jetzt aber hier. Hau das Bier raus, Junge. Die Leute sind durstig. Und jetzt haben wir hier schon einen kleinen süßen Trupp an Soldaten. Und noch einen zweiten Priester. Ne, gleich 3 Priester haben wir dann. Ja, dann kommt mal hier rüber. Kollegen. So, da hat er wieder ein Fass. Eigentlich braucht ihr kein Holz fürs Fass, ne? Das hat er so. Na los. Verarbeite es. Sauf schon aus. Und noch mehr Getreide. Sehr gut. Und jetzt haben wir, glaube ich, wirklich kein Eisenerz mehr, so richtig, aber wir haben genug Eisen. Irgendwie will das hier nicht so mit der Dings, ne? Ah ja, wir haben jetzt, es ist soweit. Da werde ich glatt nochmal speichern. Wir haben jetzt die Horus Dürre. Ne, Horus Hitze. Hier speichere ich jetzt mal. Und dann schauen wir mal, was das bringend tut. Was, wie, was denn das? Das war ja jetzt gar nichts. Von diesen Fitzel. Oh ne, verarsch mich doch jetzt nicht mit so einem Mist hier. So ein bisschen nur. Da fühle ich mich jetzt echt grandios verarscht. Warum ist jetzt hier? Das war ja einfach mal so ein Schuss in den Ofen und hat er von die gesamte Energie verbraucht. Ich dachte wenigstens, dass er hier so ein ordentliches... Ey, da machst du dir ja hier... Zauberst du dir ja einen Wolf? Bis du damit durch bist. Na nu. Das ist aber ganz schön knauserig. Hier ärgere ich mich ja jetzt aber.
Unser Armee wird größer. Ich kann ja mal überlegen, ob wir schon mal Angriff starten, wenigstens noch in dieser Folge, um abschätzen zu können, ob wir die Mission dann doch noch zu Ende spielen oder nicht. Ja, hinten das Ding kann ja dann... Wo ist denn das jetzt? Das sehe ich nicht. Wahrscheinlich kann ich es deswegen nicht auswählen. Mann, wie ärgerlich hier. Der jetzt wieder ein Bier produzieren muss, bis ich wieder zaubern kann. Das will ich gar nicht wissen. Aber wenigstens kriegen wir hier immer noch fleißige Soldaten weiterhin. Das ist ja schon mal was. Besser als nichts. Pyramide. Hier oben noch irgendwas? Immer noch nicht. Mann. Voll doof, ey. Hier auch nicht. Was brauchen denn diese Getreidefarmen auch so unglaublich viel Platz? Oh, da gibt's nochmal Bier. Bier. Haben wir aber eine gute Anzahl. Ich glaube, ich speichere dann nochmal. Und dann schauen wir mal, was wir da so reißen können. Bei den Asiaten. Dich da nehme ich auch noch mit. Dich da auch noch. Ja, da freut er sich. Yippie. Ich ja mich auch. Ja, können wir ja lang warten hier. Ein Stein fehlt noch. Und weiter, Jungs. Nicht stehen bleiben. Oh, da ist schon die Grenze erreicht. Und hier haben wir einen Spion. Der hat nicht lange überlebt. So, jetzt gerade direkt nochmal gespeichert. Und dann schauen wir mal, was der Kollege so zu bieten hat. Doch, was hast du? Ah ja, hier unten schon gleich. Oh ne, dann nehmen wir gleich mal den Turm. Und da kommt sein Druck. Oh, Level 3er. Ich bin mal gespannt. Ja, ich glaube, da ist er noch ein bisschen überlegen. Ich glaube, dann wissen wir jetzt ungefähr beim nächsten Mal,
irgendwie, dass wir dann noch ein bisschen warten müssen. Ein bisschen mehr Soldaten haben. Und... Oh, hier haben wir schon ja wieder fix hier. Ja, und da wird gerade dem letzten noch das Lichtlein ausgepustet. Gut, dann speichere ich jetzt nicht. Kann dann direkt beim nächsten Mal, bevor wir wieder angreifen, nochmal zurückziehen. Und ich bedanke mich fürs Zuschauen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Und zwar, ich glaube dann in 2 Wochen. Naja, und dann machen wir dann hier die Mission 3 zu Ende. Die war ja jetzt doch schon ziemlich knackig und ziemlich spannend. Alles klar, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.